Ist das Realität? Oder doch nur Fantasie? Ist das wirklich eine echte Aufnahme aus der realen Welt? Skurrile Orte, kombiniert mit bizarren Dimensionen. Diese Fotowelten stammen vom schwedischen Retuschefotograf Erik Johansson. Alles beginnt jedes Mal mit einer einfachen Skizze auf Papier. Wenn diese fertig ist, weiß er, welche Motive fotografiert werden müssen. Mir geht es bei meinen Ideen meistens darum, eine Verbindung zwischen zwei Dingen zu finden, die normalerweise nicht zusammenpassen. Ich versuche, Motive zu finden, die unterschiedlich sind, und dann eine schöne Verbindung zwischen ihnen zu schaffen. Nach der Skizze vergehen oft mehrere Monate, bis das endgültige Bild fertig ist. Das Wichtigste dabei ist, jedes einzelne Detail so real wie möglich erscheinen zu lassen. Ihm ist egal, wie groß der Aufwand dafür ist. Denn am Ende soll die Illusion perfekt sein. Ich habe schon immer gerne gezeichnet, seitdem ich ein Kind war. Aber mich haben auch immer Computer sehr interessiert. Als ich meine erste digitale Kamera bekam, mit 15, da merkte ich, dass ich damit meine beiden Interessen kombinieren konnte und etwas Neues mit Bildern schaffen könnte. Gerade ist Erik nach Prag gezogen. Zuvor hat er 4 Jahre in der deutschen Hauptstadt gelebt. Er könne von überall aus arbeiten, sagt der 30-Jährige. Durch die Umzüge erfinde er sich immer wieder neu. Ich glaube, die Kultur eines Ortes beeinflusst meine Arbeit. Alles kann mich inspirieren, ein neues Projekt anzufangen. Ich weiß noch nicht wie, aber ich bin mir sicher, Prag wird mir viele neue Ideen geben. Inspiration findet Erik überall in seiner Umgebung, auch durch die starken Kontraste zwischen künstlichen Objekten und der Natur. Zwischen 60 und 120 Euro kosten seine Bilder. Manchmal entstehen die Projekte auch als Auftragsarbeiten, zum Beispiel für internationale Firmen. In Prag arbeitet Erik Johansson heute zum ersten Mal in seinem neuen Studio. Die älteren Werke hält er sich dabei gerne vor Augen, denn manchmal entdeckt er hier und da kleine Details, die er in Zukunft verbessern will. Wenn ich eines Tages ganz und gar glücklich mit meiner Arbeit bin, glaube ich, dann ist es um mich geschehen. Man muss sich immer weiterentwickeln und besser werden, und ich habe noch viele Ideen. Und die setzt er auch gleich um. Für eine aktuelle Arbeit fehlt Erik Johansson noch ein Puzzleteil, die Schere, die im späteren Bild im Mittelpunkt stehen soll. Ich beginne hier mit dem Himmel und baue darauf den Hintergrund und den Vordergrund auf. Dann nehme ich etwas Sättigung heraus. Hier möchte ich etwa, dass der Himmel aufgeschnitten wird, und das Mädchen hier, das wird etwas tragen, was ich gerade fotografiert habe. In Photoshop arbeitet Erik Johansson mit mehreren hundert Ebenen. Für die perfekte Illusion reist er um die ganze Welt. Seine Heimat Schweden taucht immer wieder in seinen Bilderwelten auf. Wenn die Jahreszeit für das Foto gerade nicht passt, dann muss sein Projekt bis zur nächsten Saison warten. Hauptsache, alles wirkt so real wie möglich. Oder auch nicht.